Es herrscht wieder Jubelstimmung an den Märkten, insbesondere in den USA. Der DAX hält sich zurück, ist zwar auch etwas stärker heute, aber kein Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten, wie dem S&P, der ein neues Allzeithoch erreicht. Und das trotz des gestrigen Fed-Protokolls, das doch relativ klar gemacht hat, dass der Wind sich zu drehen beginnt. Innerhalb der Fed immer mehr Mitglieder tendieren zu einer Straffung der Geldpolitik. An den Märkten prallt das ab, zumindest an den US-Märkten. Die tun so, als würde sie das nicht wirklich etwas angehen, aber das könnte ein Irrtum sein. Man verkauft zum Beispiel Volatilität, man geht davon aus in den USA, das zeigen Mittelzuflüsse in ETFs, dass die Volatilität in den USA weiter fällt. Das würde bedeuten faktisch, dass die Märkte weiter nach oben tendieren. Ob das alles so eintrifft, das werden wir vielleicht morgen wissen, wenn Janet Yellen in Jackson Hole eine Rede hält und möglicherweise hier den extrem Optimisten hier ein bisschen die Rechnung verderbt. Schauen wir mal an, was heute wichtig war. Es gab eine ganze Menge Konjunkturdaten, beginnend in China mit einem sehr, sehr schwachen HSBC-Einkaufsmanager-Index mit 50,3, deutlich unter der Erwartung aller befragten Analysten. Und das zeigt, dass die Dinge hier in China wirklich langsam kritisch werden. Neben den Immobiliendaten ist das hier wieder die nächste Warnung, die wir aus dem Reich der Mitte bekommen. Aus Europa hatten wir Einkaufsmanager-Indizes, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistung. In Frankreich sehr, sehr schwach mal wieder, vor allem das Gewerbe mit knapp über 46, deutliche Kontraktion der Wirtschaft. In Deutschland waren die Daten besser als erwartet, wenngleich rückläufig zum Vormonat in der Eurozone. Doch leichte Enttäuschung insgesamt, also nicht wirklich gute Daten hier aus dem Bereich. Aber wir hatten eine ganze Menge Daten aus den USA. Die US-Erstanträge, 298.000, ticken besser als erwartet. Der Market PMI, ein Einkaufsmanager-Index, der von der Firma Market ermittelt wird, die eben auch in Europa die Einkaufsmanager-Indizes berechnet, auf dem höchsten Stand seit 2010 mit 58,0. Auch die Verkäufe bestehender Häuser sehr, sehr stark, so hoch wie seit dem September 2013 nicht mehr. Wir haben den Philadelphia-Index mit 28,0, deutlich stärker noch als im Vormonat, wenngleich einige Komponenten wie die Auftragseingänge doch eher enttäuscht haben. Wir haben starke Frühindikatoren aus den USA mit plus 0,9%, also insgesamt wirklich starke Konjunkturdaten aus den USA. Das alles könnte eigentlich darauf hindeuten, dass die Fed doch früher die Zinsen anhebt. Man könnte jetzt schon fast davon ausgehen, dass im ersten Halbjahr 2015 die Zinsen angehoben wird. Aber die Amerikaner sehen das entspannt. Sie glauben, dass irgendwie die Märkte unverwundbar sind. Nicht ganz unverwundbar war Bank of America. Die zahlen knapp 17 Milliarden US-Dollar an die US-Behörden aufgrund einiger Unregelmäßigkeiten, sagen wir mal so, im Hypothekenbereich. Das ist die höchste Strafe, die ein Einzelunternehmen in den USA jemals zahlen musste. Ja, es herrscht Jubelstimmung und gleichzeitig sind die Indizes an Widerständen. Das kann man in verschiedenen Sektoren ganz gut sehen. Wir sind ein bisschen skeptisch, ob die Party hier weitergehen kann oder ob einfach jetzt mal wieder eine Korrektur erfolgt. Wir schauen uns gleich mal Charts an, wo wir das genauer verfolgen können. Wir beginnen nämlich diese Charts hier mit dem DAX, der aktuell bei 9.387 steht. Ja, wir sind über den Widerstand rausgekommen bei 9.345, das war wichtig, aber wir sind von einer Euphorie oder von dem Allzeithoch noch meilenweit entfernt. Das sieht in den USA anders aus hier beim Dow Jones, der aktuell bei 17.042 handelt. Wir sehen diesen Anstieg seit August, der ist wirklich sehr, sehr kräftig, aber noch kein Allzeithoch, aber dieses Allzeithoch, pardon, das hat der S&P 500 hier, der dunkle Chart, heute erreicht. Und im Vergleich zum DAX sehen wir hier, wie stark die Amerikaner sind und wie schwach im Vergleich dazu eben der DAX ist. Schauen wir uns mal den Euro an, der heute wieder auf ein neues Jahrestief gefallen ist, aber trotz der sehr starken US-Daten dann gedreht hat, aktuell 1,3282. Und wenn starke US-Daten den Euro nicht mehr nach unten bringen, dann könnte es sein, dass hier jetzt was nach oben kommt, weil eben hier die Short-Positionen so volumenmächtig sind, dass möglicherweise viele hier jetzt einfach mal Gewinne mitnehmen werden. Schauen wir uns mal das Gold an. Das ist unter Druck. Wir sind aktuell bei 1276. Wir könnten hier locker fallen auf die 1240er Marke, möglicherweise bis 1180 in diese Zone. Pardon, das wären die nächsten Ziele beim Gold. Schauen wir uns mal das Öl an. Hier Abverkauf heute Vormittag. Wieder unter die 93er Marke, hier der Continuous Future aus den USA, jetzt wieder Erholung im Bereich 94. Schauen wir uns mal noch abschließend die Bank of America an, die ja diese fast 17 Milliarden Dollar Strafe gezahlt hat. Und wir sehen, die Aktie gewinnt trotzdem
man sagt, okay, na, Hauptsache die Sache ist jetzt vom Tisch. Die 17 Milliarden sind ja eigentlich auch Peanuts. Das kann die Bank of America gut verkraften. Abschließend nochmal ein Hinweis für all diejenigen, die gerne Devisen handeln. Den empfehle ich hier mal ein wirklich spekulatives Investment, respektive eine Plattform, mit der Sie mit einem 400er Hebel Devisen handeln können. Und zwar ohne Nachschusspflicht. Das heißt, wenn die Sache schief geht, bleibt Ihr Konto in jedem Fall nicht oder bleibt positiv, wird nicht negativ. Und vor allem, es gibt keine Minimum-Kontoeröffnung. Ich packe über das Video mal den Link rein, wo Sie sich einfach mal eine Demo ziehen können und sich die ganze Geschichte mal anschauen können. Ich wünsche erstmal das Allerbeste. Morgen die Rede von Janet Yellen, die wird möglicherweise die Dinge entscheiden. Bis dahin erstmal das Allerbeste. Einen schönen Abend und ciao.